So, hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben heute einen neuen Stuhl hier am Start. Ich sitze schon drauf, wie ihr seht. In dem Video geht es aber darum, wie ich den Stuhl auspacke. Zeige euch so ein bisschen was, so ein paar grobe Sachen, was der qualitativ erste Eindruck ist und so. Und vor allen Dingen, wie man den Stuhl schön schnell zusammenbaut. Also das lasse ich dann wahrscheinlich schnell durchlaufen. Das ist eigentlich nicht viel Arbeit. Ich bin von dem Stuhl jetzt so nach dem ersten Sitzen, ein paar Minuten erst, aber ich bin restlos begeistert und ja, im Endeffekt, ich kann jetzt noch bis jetzt nichts Negatives sagen. Schrauben von der Montierbarkeit war alles ohne Probleme. Schrauben haben gepasst, die Löcher haben gepasst, da musste man nichts nachbohren, feilen, Enddrahten, was auch immer. Ich habe mir den Stuhl ziemlich genau angeschaut, zwecks den Nähten und alles drum und dran. Ich habe da nichts gefunden, also keine schiefen Nähte, Nähte, die vielleicht im besten Fall schon aufgeplatzt werden oder wo irgendwelche Fäden rausgucken. Alles, was man so natürlich auch über Rezensionen von anderen Leuten gelesen hat, wo es dann doch vielleicht mal den einen oder anderen Mängel gab. Ja, von dem her bin ich aber bis jetzt top zufrieden. Ging ohne Probleme alles. Mein Glück, bei dem Preis kann man natürlich auch ein bisschen was erwarten. Ihr wisst ja, der Stuhl habe ich, sage ich dann noch im Video, 340 Euro plus 30 Euro für diese kürzere Gasdruckdämpfer. Ja, aber im Endeffekt will ich jetzt gar nicht groß weiter um den heißen Brei reden. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Viel Spaß euch beim Video. So, dann fangen wir mal an. Hier steht vorne schon drauf, mit dem Messer mit aufmachen. Ich habe genau so eins, allerdings habe ich es jetzt so eingestellt, dass wir natürlich das nicht groß verletzen können, also schön kurz. Bin jetzt echt mal gespannt. Habe ich vor einer Woche bestellt. Ich freue mich, wie gesagt, echt tierisch drauf. So. Ich muss also auch dazu sagen, trotzdem habe ich vorhin hier die Treppe hochgeschleppt. Verdammt schwer, also über 30 Kilo auf jeden Fall. So, ich hole jetzt hier einfach mal nacheinander alles schön raus und dann gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Das ist einmal die Rückenlehne. Oh ja. Schon mal geil. Aber wie gesagt, das machen wir nachher nach und nach. Die Verpackung. Ganz wichtig, das Kissen. Also es ist auch, sag ich mal, mit ein bisschen Liebe verpackt worden. Nicht einfach nur reingeschmissen. Und hier den Fuß. Das Aluminium. Doch ziemlich massiv und macht eigentlich auch schon einen recht hochwertigen Eindruck, aber auch noch mal zur Seite. So. Natürlich einen Haufen Verpackungsmüll, dieser Hammer. So, mal hier. Ach, hier gleich mal die Aufbauanleitung. Ach, das ist ja richtig aus Pappe und nicht unbedingt die billigste Variante, sowas zu machen. Also ich würde mal sagen, 90% der anderen Stühle, was man so machen kann, haben eine schlichte, billige Papieranleitung. Braucht man es nicht unbedingt, aber macht einen guten Eindruck. So, Kissen Nummer 2. So, dann machen wir jetzt hier weiter. Schrauben und Sachen wahrscheinlich alles drin.
Nicht das jetzt hier von Stuttgart. Okay, also aus die Sitzfläche raus. Also ich sag, das packe ich gleich nochmal richtig aus und dann gucken wir das uns mal nochmal schön zusammen an. Und Hauptsache alles raus. Dann dürfen wir das jetzt hier auch noch von uns rauskriegen. Was haben wir? So. Müsste ich eigentlich soweit alles haben. Das ist natürlich hier das Unterteil. Legen wir auch mal hier hin. So, dann wäre es das mal. Ihr seht ja, der Karton selber sieht ganz ordentlich aus. Ist natürlich ein ganz schönes Gerät. Mumblechairs. Und dann packe ich jetzt kurz alles aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr hier sehen könnt, hier haben wir ja die Anleitung, was ich ja vorhin euch schon gezeigt habe. Jetzt habe ich hier mal ganz kurz, nur mal, dass ihr seht, mal, das ist das, was in dem kleinen Karton drin war, ausgepackt. Und zwar haben wir hier einmal die Rollen, 5 Stück. Dann das Teil für die hier für die Gasdruckdämpfer. Dann hier Seitenverkleidung, Hebel, ein paar Schrauben sind dabei. Und was noch, das war auch noch mit dabei, aber nicht beim Stuhl selber, sondern ich muss nämlich dazu sagen, wie ihr hier seht, ich habe hier 2 Gasdruckdämpfer liegen. Den einen, der ist ja deutlich kürzer, der rechte ist der originale. Jetzt habe ich aber gelesen bei dem Stuhl, dass mit der Originaldämpfer der Stuhl ja, für Leute 1,80 und größer eher gedacht ist. Dadurch, dass ich aber eher klein bin und quasi nur 1,75 groß bin, habe ich eigentlich den Stuhl schon fast beiseite gelegt gehabt, bis ich dann zufällig drüber gestolpert bin, dass man dann diese kürzere Feder dazu bestellen kann. Das war natürlich dann meiner Meinung nach der Glückstreffer, nicht lange überlegt. 30 Euro habe ich jetzt für die für diesen Extra-Dämpfer noch bezahlt. Da kommt es bei dem Preis dann, sag ich mal, auch nicht mehr drauf an. Der Stuhl, könnt ihr ja selber nachschauen, kostet 340 Euro, ist die Kunstleder-Variante. Mit goldenen Nähten habe ich, aber das seht ihr danach auch nochmal. Ich würde sagen, dass ihr es mal gesehen habt, also so viel Arbeit zum Aufbauen scheint es ja nicht zu sein.
Mm-hmm.